So. Andy, wie geht's dir? Alles ist cool. Cool, das ist auch so ein 90er-Ding, ne? Bin alt, was soll ich sagen? So. Sind wir bereit für das nächste Kapitel? Wie viele Kapitel gibt's eigentlich? Ich weiß es gar nicht. I don't know. Sieht wieder aus. Und auf geht's. Oh, wir können wieder neue Sachen anziehen. Okay, ich finde das irgendwie auch witzig, aber was soll ich sagen? Mir geht's wie immer bestens. Danke, mir geht's auch gut. Also ich kränkel immer noch. Gott, das ist ja irgendwie seit, keine Ahnung, gefühlt 8 Wochen wird das nicht besser, aber sonst geht es mir ganz wundervoll. Ich kann mich nicht entscheiden, muss ich sagen. Ich finde, das Grau steht ihr nicht so gut. Obwohl ich eigentlich immer mit der Katze gehen würde, aber ich glaube, ich gehe mit dem Blob. Dann gehen wir so. Das machen wir so. Titel 3, Verdrehung. So ist es schon morgen. Toll, das ergibt noch genauso viel Sinn wie gestern Abend. Sehen wir uns die Beweise an. Zum millionsten Mal. Mir muss etwas entgangen sein. Egal, was auf dem Foto zu sehen ist. Nie im Leben würde ich Safi etwas antun. Aber was ist, wenn... Was ist, wenn Max tatsächlich... Also die einzige Vielleicht Möglichkeit, gibt es auf dem Foto von mir noch einen Hinweis. wie dieses Foto entstehen kann oder wie diese Situation entstehen kann, ist ja, dass sie in der Zeit dann wieder gesprungen ist. Aber... Während sie ihr hinterhergelaufen ist, erinnert sie sich nicht daran. Ja. Bin ich das? Bin ich zurückgereist und hab das getan? Es ergibt einfach keinen Sinn. Ich würde Safi nie wehtun. Nicht absichtlich. Das bin ich. Unmöglich. Wenn ich mir jedes Objekt einzeln ansehe, finde ich vielleicht eine Antwort. Die einstweilige Verfügung besagt, dass Safi Lucas mal damit gedroht hat, seinen Sohn gegen ihn aufzubringen. Die beiden hatten definitiv ihre Probleme. Aber dieser Lucas hatte Angst vor Safi. Er wollte keine Rache. Nichts davon ist beweiskräftig. Moses, wenn das alles vorbei ist, spiele ich so viel Mana Massive, wie du willst. Ich schwör's. Bevor Safi starb, hat Gwen ihren Buchdeal gecancelt. Und ich weiß noch nicht warum. Aber das heißt nicht, dass sie Safi ermordet hat. Und die Gwen der ursprünglichen Welt wirkt ehrlich aufgewühlt wegen ihres Todes. Ja,
Die Gwen-Theorie hat Löcher. Vin weiß eindeutig mehr über den Kuhschädel, als er zugibt. Und dann war da noch das Foto von ihm und Safi im Bett. Doch was bedeutet das überhaupt? Also, das würde schon irgendwie Sinn machen. Ich meine, in irgendeiner... Wenn ich mir jedes Objekt einzeln ansehe, finde ich vielleicht eine Antwort. In irgendeiner psychotischen Welt macht das Sinn, wenn Vin irgendwie versucht, da dazwischen zu funken, weil er rausgekriegt hat, dass Safi und dieser Lukas was miteinander hatten. Aber ansonsten macht der Rest keinen Sinn. Kaffee. Kaffee ist Liebe. Kaffee jetzt sofort. Solange ich dich auch anstarre, nichts an dir ist logisch. Moses? Oh, mach das Foto weg. Hallo, Miss Caulfield. Oh nein. Oh, fuck. Darf ich reinkommen? Nein, darfst du nicht. Das Foto. Wenn er das sieht. Ich hab doch gesagt, mach das Foto weg. Oh nein. Ich habe noch ein paar Fragen. Oh, ja, wir können ihm schlecht sagen, verschwinden Sie, oder? Eigentlich können wir das sagen. Andererseits... Oh. Wenn sie das macht und die Mutter das rauskriegt, ist halt auch schwierig. Natürlich. Ich kann Ihre Fragen direkt hier beantworten. Na, das ist doch viel netter im Vergleich zu gestern. Das weiß ich sehr zu schätzen. Nein. Geh auf die Couch. Es gibt ein paar Details, die für mich keinen Sinn ergeben. Mhm. Nur zu. Arcadia Bay. Sie ging dort zur Schule, richtig? Ja. Hm. Eine wunderschöne Stadt mit einer überraschend gewalttätigen Geschichte. Nicht unähnlich. Zwischen Arcadia Bay und Safi gibt's keine Verbindung. Ach, Max. Eine Kleinstadt mit einer kuriosen Anzahl Mordfälle. Und jetzt Safi Llewellyn feiert, ermordet in einer Kleinstadt. Nichts als ein Zufall. Ach, das Foto. Was denken Sie, Miss Caulfield? Haben Sie eine Pechsträhne? Oder vielmehr alle, die Ihnen begegnen? Ja, aber das erklärt ja auch noch nicht den Mord an der anderen oder den... Naja gut, das ist ja nicht als Mord gewertet, sondern als Selbstmord. Sie können mich mal! Arcadia Bay hat überhaupt nichts mit Safi zu tun. Oh, da haben wir ihn. Den wunden Punkt. Ich wusste, ich finde ihn, wenn ich rumstochere. Detective, ich werde keine weiteren dieser Fragen beantworten. Was ist mit dem Teleskop passiert, Maxine? Was? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Da war noch jemand im Büro. Ich konnte ihn hören. Ich habe Moses auf dem Flur gesehen, aber sie waren nicht da. Okay, es reicht. So kommen wir nicht weiter. Dieser Fall war von Anfang an abartig. Keiner dieser Beweise ergibt Sinn. Wenigstens darin sind wir uns einig. Aber ich weiß jetzt, warum. Das hier... All diese Tode führen zu ihnen. Das ist nicht wahr.
Oh no. Er hat's gesehen. Er hat das Foto gesehen. Max, du Volltrottel! Wie dumm, wie dumm! Was zum Teufel mache ich jetzt? Nichts davon ergibt irgendeinen Sinn. Was ist an dem Abend passiert? Warum zum Teufel bin ich auf diesem Foto? Mein altes Ich hätte einfach zu dem Moment zurückgespult, an dem das Foto geschossen wurde. Aber kann sie das nicht mehr? Vielleicht. Ja. Geht das immer noch? So fühlt es sich also an, das perfekte Foto zu machen. Fühlt sich gut an. Endlich. Sophie. Hier ist er auch. Aber am Tag von Sophies Tod gab es keinen Sturm. Vielleicht sind wir verflucht. Du, ich und Maya. Ja, wir wissen, wer Maya ist, aber... Safi! Wie sind wir hergekommen? Was ist los? Hör auf, Zeit zu schinden! Sag mir, wie ich das beende. Was muss ich tun? Drück! Endlich ab! Was? Hat nicht wirklich geholfen. Ich... Nein. Nein, das war nicht genug Zeit. Komm schon. Wenn ich nur kurz... Moses,
Du hattest recht. Ich weiß nicht wieso, aber ich war's. Ich muss ihm alles erzählen. Alles. Okay. Ich schulde dir eine Erklärung oder so viel von Anna, wie ich sie habe. Triffst du mich am Aussichtspunkt? Wirklich, Max, dort? Ich weiß, es macht keinen Sinn. Ich tue mein Bestes, bitte. Na gut. Ich habe die ganze Nacht nichts getan, als diese hässliche Decke anzustarren. Im ganzen Haus ist niemand außer mir wach. Klausuren wurden verschoben, aber die ST ist nach wie vor geöffnet, falls irgendjemand spät abends Kaffee und Gesellschaft. 3 Tage und keine Infos zu Sophies Tod von Caledon oder der Polizei, abgesehen von einem Gerücht über einen Detective Alderman plus Hinweis auf den Täter. Bitte euch, seid geduldig, wie ihr euch denken könnt, ist niemand mehr hinter der Wahrheit her als ich. Niemand will mehr gerichtet. Red Eye. Jemand hat mich mal gefragt, ob mich Zahlen mag. Die Wahrheit ist, dass Zahlen keine Emotionen haben, deshalb sind sie leichter zu verstehen. Sie existieren einfach. Blödsinn. Ich kenne da noch jemanden, der genau das sagt. Ach ja. Caledon bringt wundervolle Kunst hervor. Nach was sie als Geschmack bezeichnen, ist nur eine Ausrede, um zu entscheiden, was als ordinär und was als außergewöhnlich angesehen wird. Was, wenn wir beides abschaffen und Kunst einfach Kunst sein lassen? Tagebuch, oh Gott. Okay, das haben wir bis jetzt noch nicht gelesen, ne? 6. Dezember. Habe ich echt gut hingekriegt. Lucas ist nicht die Art Kerl, die ich als Feind haben will. Ich will ihn nicht mit Serienkiller-Dunkelkammer-Syndrom diagnostizieren, aber mit ihm stimmt etwas nicht. Buffy kann ihr nicht ausstehen und ich habe keinen Grund, ihrem Instinkt nicht zu vertrauen. Und sie verdient es zu wissen, wenn jemand sie anklagt. Soll ich mich entschuldigen oder vielleicht rede ich einfach nie wieder mit ihm? Oder hoffentlich spricht er nie wieder mit mir. Das ist unwahrscheinlich. Caledon ist eine kleine Welt. Ich kann nicht noch mehr Feinde gebrauchen. 6. Dezember. Wie du wahrscheinlich weißt, sagt mein Instinkt mir, ich soll Quens USB-Stick aus den Flammen retten. Aber wer bin ich, ihre Katharsis zu verweigern? Auch wenn es nicht ewig anhalten wird, es geht ums Prinzip, weißt du? Kannst du dir vorstellen, wie die alte Max, die du kanntest, das sagt? YOLO-Bär. Die Zeichnungen sind cool, auf jeden Fall. Ich mag das sehr, den Stil. 6. Dezember. Alderman hat eindeutig mit Unterstützung in seiner Ermittlung gerechnet und von mir bekommt er die nicht. Und falls er gehofft hat, mit seiner Brille und meiner Hilfe einen Keil zwischen mich und Moses zu treiben, hat er das Gegenteil erreicht. Er scheint es gewohnt zu sein, dass alles zu seinen Gunsten verläuft. Er tat lässig, aber ich konnte sehen, dass er verärgert war. Ich wünschte, er würde sich auf Safis Fall konzentrieren, anstatt Spielchen zu treiben. Okay.
Moses wartet da oben auf mich. Hoffentlich. Oh, ich hoffe, das geht gut aus, das Gespräch. Ich muss es tun. Ich muss wieder da hoch. Aber jetzt ist das ja alles nicht mehr abgesperrt. Hier war gestern das Absperrband. Ja. Hat Alderman den Kopf befohlen, es zu entfernen? Er ist nicht hier. Noch nicht. Ich gebe ihm ein paar Minuten. Vielleicht setze ich mich auf die Bank. Safi hätte etwas Poetisches dazu zu sagen. Wenn sie doch nur hier wäre. Ich kann etwas Ruhe gebrauchen, bevor Moses ankommt. Halt dich bloß von mir fern. Was ist, wenn er nicht kommt? Ich würde es ihm nicht übel nehmen. Ich habe seine beste Freundin getötet. Was sagt das über mich aus? Dass jede Version von mir so etwas tun könnte. Er kommt wahrscheinlich nicht. Er wird kommen. Bärentasse? Diamond weiß, wo ich bin und wen ich treffe. Also tu nichts Dummes. Das habe ich verdient. Du wolltest reden? Rede. Sag die Wahrheit. Warum hast du es getan? Noch nicht getan. Ich glaube nicht, dass ich es schon getan habe. Ich glaube, das war eine zukünftige Version von mir. Moses, warte! Ich habe dich hergebeten, damit ich es dir beweisen kann. An diesem Ort geht etwas Seltsames vor sich. Guck! Diese Blumen! Wie wahrscheinlich ist es, dass sie blühen? Und zwar mitten im Winter! Und ausgerechnet in der Form von Safis Leiche. 5 Minuten, dann hau ich ab. Okay. Also, was, wenn ich dir sage, dass es eine Zeitlinie gibt, in der Safi noch lebt. Und ich kann zwischen dieser Zeitlinie und unserer wechseln. 4 Minuten. Ich weiß, das klingt absolut verrückt. Ich kann's beweisen. Ich springe gleich in die andere Zeitlinie. Und ich werde, puff, verschwinden. Klar, in eine magische Fantasiewelt, in der du Safi nicht umgebracht hast. Es ist keine Fantasiewelt. Sie ist mit dieser hier verbunden. Wenn ich es versuche, kann ich sogar von einer Welt in die andere sehen. Wie? Du siehst beide? Sehen und hören. Wenn du also verschwindest oder so, und ich tue derweil was, kann ich dir sagen, was es war, wenn ich zurückkomme? Vielleicht glaubst du mir dann?
Das ist ein Anfang. Okay. Abgemacht. Okay. Ich muss Moses dazu bringen, mir zu glauben. Als erstes wechsle ich in die andere Zeitlinie. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber okay. Jetzt muss ich nachsehen, was Moses auf der anderen Seite tut. Wo ist er? Zufällig, keine Ahnung, was mit meinem Teleskop passiert ist. Sehr schwere, sehr teure Teleskop, das ich fast fertig zusammengebaut habe. Ich ging für ein paar Minuten weg. Als ich zurückkam, war es nicht mehr länger zusammengebaut. Ich sollte noch nicht gehen. Ich sollte noch nicht gehen. Die Frage, wo ist, aber auch gut. Warte mal, wie konnten wir... Ups. Moses ist zu geschockt, um irgendwas zu tun. Ich sollte rüberwechseln und nachschauen, ob es ihm gut geht. Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Tut mir leid, ich wollte dich nicht aufregen. Aufregen? Dein Ernst? Das, was du getan hast, ist physikalisch unmöglich. Es ist unmöglich. Also, glaubst du mir? Ja und nein. Du bist verschwunden, wortwörtlich. Ich stand einfach nur dumm da. Okay, gleich nochmal. Ich bin soweit. Okay. Okay, versuchen wir das nochmal. So. Ich glaube, das sollte reichen. Also, was habe ich getan? Und dann hast du gesagt? Maschinen, Engel, Seelensturm war es, glaube ich. Maschinen, Engel, Seelensturm. Yep. Ganz genau das. Wow. Im Ernst? Ja. Ich denke, es ist so. Bei Safis Tod teilen sich die Zeitlinien. Und ihre Abwesenheit ist der einzige Unterschied zwischen den Zweien. Ich schätze, das Ereignis könnte groß genug sein, um... Alles okay? Also lebt Safi auf der anderen Seite? Genau. Und sie ist... Hey, sag nicht glücklich. Wir wissen, dass wir gelogen. Stimmt. Wenn du sie wieder siehst, kannst du ihr was von mir geben? Der Korken? Wie hast du... Safi hat ihn mir gegeben. War an meinem Equipment. Gib ihn ihr und sag ihr... Sie soll auf sich aufpassen. Lass sie darauf schwören,
Oh Mann. Mach ich. Versprochen. Aber ich glaube, sie wird unsere Hilfe brauchen. Was meinst du? Als ich noch ein Teenager war, konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einfach nur die Hand heben und zurückspulen, was gerade passiert war. Okay. Und wenn ich ein Foto hatte, konnte ich noch weiter zurückgehen. Warte. Konnte? Vergangenheit? Ja, Zeitreisen hat nichts verbessert. Wir nehmen das Erste. Ich weiß, es klingt, als müsste es toll gewesen sein. Aber, Moses, die Dinge, die ich verursacht habe. Denn eine Kraft zu besitzen, heißt nicht automatisch, dass man sie gemeistert hat. Eine der vielen Lektionen aus den X-Men-Comics. Wie auch immer. Ich habe sie nicht mehr benutzt und jetzt geht's kaum noch. Es gibt aber ein Foto von dir von dem Abend. Mit einer Waffe. Das ist vielleicht dein zukünftiges Ich. Obwohl du das nicht mehr tun kannst? Ich habe heute Morgen versucht, mit dem Foto zurückzuspulen. Es war wie einen verkümmerten Muskel anzuspannen. Nichts hat geklappt. Ich war dort. In der Vergangenheit. Safi erwähnte Maya. Und, oh Gott. Der Sturm. Max? Also. Es gibt eine Zeitlinie, in der, warum auch immer, ich Safi erschossen habe. Diese. Und eine, in der ich es nicht getan habe. Ich glaube, dass diese zwei Welten, ob absichtlich oder nicht, wegen einer Entscheidung existieren, die ich treffen muss. Holy shit. Klingt super logisch alles. Los ist. Ich habe das alles durch. Mit dem Zurückspulen habe ich die Zeit zerstört. Menschen wurden verletzt. Das, was damals in Arcadia Bay passiert ist, darf sich nicht wiederholen.